Vor wenigen Tagen wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Let's Dance-Profi Renata Lusin eine Fehlgeburt erlitten hat. Nun hat sich auch ihr Mann Valentin Lusin erstmals zu dem schrecklichen Verlust geäußert. Renata Lusin spricht offen über ihre Fehlgeburt. Die Freude bei 35 und Valentin Lusin 36 war riesig, als sie vor wenigen Wochen verkündeten, dass sie zum ersten Mal Eltern werden, auch wenn das bedeutete, dass Renata kurzfristig ihre Teilnahme bei Let's Dance absagen musste. Vor wenigen Tagen folgte nun ein trauriges Update. Die Profitänzerin hat ihr Baby verloren, es soll bereits ihre dritte Fehlgeburt gewesen sein. Bislang hat Renata nicht öffentlich über ihre Schicksalsschläge gesprochen, doch das möchte sie jetzt ändern. Es ist ganz, ganz wichtig für mich, dieses Thema anzusprechen. Erstmal für mich selber, weil ich weiß, damit befreie ich mich. Es ist kein Tabuthema. Man spricht so wenig darüber. Ich will, dass die Frauen wissen, sie sind nicht alleine, erklärte die 35-Jährige gegenüber RTL. Und so machte Renata nun auch den möglichen Grund dafür öffentlich, warum es bisher mit einem eigenen Kind bei ihr und Valentin nicht geklappt hat. Vor 2 Jahren wurde bei ihr ein Tumor im Kopf diagnostiziert, der verhindert, dass sie ihre Periode auf natürlichem Wege bekommt. Im Falle einer Schwangerschaft müsse sie ihr Medikament, das sie deshalb einnimmt, sofort absetzen, weil dieses Medikament zur Missbildung des Fötus führen kann. Ob das Medikament tatsächlich der Grund für Renatas Fehlgeburten ist, ist bislang jedoch nicht geklärt. Valentin Lusin: Meine Frau ist eine taffe Frau. Während Renata offen mit dem schrecklichen Verlust umgeht, war es um Valentin zunächst sehr still. Als das Paar die traurige Nachricht erhielt, steckte der Tänzer mitten in den Vorbereitungen für die nächste Let's Dance-Ausgabe. Zwar gab er im Netz Einblicke in sein Training mit Anna Ermakova, 22. Über Renatas Fehlgeburt verlor er jedoch kein Wort, bis jetzt. Gegenüber RTL zeigte der 36-Jährige sich zuversichtlich, dass Renata und er diese schwere Zeit gemeinsam meistern werden. Meine Frau ist eine taffe Frau. Sie ist so, so stark, das bewundere ich an ihr. Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln, betonte der gebürtige Russe. Trotz des Verlustes möchte er auch weiterhin bei Let's Dance auf dem Parkett stehen. Valentin stellt klar: Ich bin im Herzen bei ihr. Und sie muss gar nicht im Studio präsent sein, sie unterstützt uns auch so. Should you